Als ich vor ein paar Monaten den Abelauer 16 Jahre probiert habe, habe ich im Video spontan entschieden, Mensch, ich müsste mal den 18er probieren. Gesagt, getan, heute ist es soweit. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Mit dem 16er fing alles an, könnte man sagen. Nein, ich hatte schon ein paar Abelauers, so ist nicht. Aber mit den Standards habe ich immer ein bisschen gehadert, denn der 12er, Double Wood und ich glaube, es gibt einen 14er. Ich glaube, mittlerweile heißen die alle irgendwie Double Wood. Die haben alle nur 40 Volumenprozente. Und erst beim 16er fängt es dann mit 43 an. Ja, ich weiß, es gibt den 12er mit 48 Volumenprozenten. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Okay, gesagt, getan. Mensch, probieren wir mal den 16-Jährigen. Und der hat mir ganz gut geschmeckt. Ich fand, da passte das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, gesehen von heute aus 2021. Ich habe es mir mal notiert. Ab 55 Euro. Jetzt Oktober 2021. Vorhin mal eben schnell noch geschaut. Kombination aus Sherry und Ex-Bourbon, aber die, was heißt aber, die passte auch soweit. Und dann zog ich so langsam im Kopf Vergleiche zu dem 18er, den ich bewusst auf jeden Fall in einem Video noch nicht hatte. Und dachte, Mensch, wie viel kommt denn da noch? Wo ist der Unterschied? Und ja, da lebe ich ja nun mal für. Ich hatte jetzt noch ein bisschen mit dem Video gewartet, denn mir wurde ein alter 18-Jähriger angeboten, also ein Sample. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja auch spannend. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, warum ich diesen 18er jetzt bewusst auf meiner Theke noch nie hatte. Es ist ja so eine Babyflasche, ne? 0,5 Liter. Er wurde damals, ja, sozusagen neu aufgelegt. Ich guck mal eben. Ich glaube so 2018. Ihr dürft mich da aber gerne verbessern. Und schwupps, die Wups, ja, hatten sie auch so eine kleine Preiserhöhung drin, wenn man es gegengerechnet hat, war alles nicht schön. Und da hatte ich irgendwie auch keine Lust drauf, mich gerade dann ihm zu widmen. Gleichzeitig kamen die üblichen Stimmen hoch, wie sie es immer gibt. Ich meine das gar nicht böse, es liegt sehr wahrscheinlich einfach in der Natur von uns Whisky-Trinkern. Da hieß es dann schnell, der alte wäre aber auch noch besser gewesen. Deshalb fand ich diesen Vergleich mit einem älteren 18er, also älter abgefüllten 18er, schon interessant. Ist leider nichts raus geworden. Nicht schlimm, ich werde mir gleich noch den 16er schnappen. Das verspreche ich euch jetzt oder verrate ich es schon mal soweit. Was habe ich noch notiert? Also, der 05er Abelauer 18 Jahre kostet ab 65 Euro. Umgerechnet auf die 07er Flasche sind das 91 Euro. Fairerweise muss ich sagen, damit ist er nicht unverschämt teuer. Wenn ich mir ein Talisker 18 Jahre, Kalila 18 Jahre angucke, bewegen sich aus dem Bauch raus in einer ähnlichen Preisliga. Und ihr wisst, es gibt viele, die sind noch weit, weit drüber. Okay, das wär's. Also Preisunterschied zum 16er sind 36 Euro, wenn ich jetzt die 07er Flasche als Grundlage nehme. Ja, 36 Euro würde ich den 12-Jährigen nicht kühl gefilterten kriegen mit 48 Volumenprozenten noch dazu. Also könnte man einen 16er nehmen und zum Beispiel den 12er. Das wäre so ein Paket für mich, wo ich dann doch überlegen müsste. Okay, ich habe ihn fotografiert. Er wird oft als gefärbt oder die Abelauers werden oft als gefärbt tätowiert. Aber weder auf dem 18er noch auf dem 16er gibt es ein Vermerk. Deutsche Whisky-Shops zum Teil führen ihn als gefärbt. Ja, das übliche Durcheinander. Ich habe ihn einfach mal fotografiert. Mal gucken, ob die beiden sich jetzt einfach ähnlich aussehen oder ob es wirklich einen Unterschied gibt. Wie gesagt, den 16er hatte ich dazu eingeschenkt. Aber wir beginnen jetzt mit dem 18-Jährigen. Ich mache das Foto auch nur kurz, damit wir jetzt Zeit für die Fotos der Flasche haben. Mein erster heute. Und er schmeichelt mir gleich um die Nase, aber so richtig voll.
eine Honig Orange, eine süße, leicht orangenmäßige Note, bisschen herb. Das Alter kommt durch. Rosine habe ich in der Nase. Ich war bei Abel Lauer gerade noch auf der Seite. Dort ist der 18er schon in dem neuen Design zu sehen. Da steht auch Double Wood drauf. Also ich nehme an, dass das eine auch hier eine Mischung aus Ex-Bourbon und europäischen Sherry ist. Oder vielleicht auch amerikanischen Sherryholz. Ich habe hier oft Leder, ich habe oft Politur. Hier wird es mit dieser Honignote dabei, kommt so eine süße Lakritznote raus. Er ist dabei leicht malzig, aber so ein gesetztes Malz oder irgendwie eine volle Note. Ich sag sonst ja ganz oft Butterscotch. Hier empfinde ich das nicht so. Es ist irgendwie so eine volle, runde Note. Mit Orangenschale on top. Diese kräftige, starke Rosine, die dann über in so eine Holz, wie gesagt, in dieses holzige Lakritz geht. Und der gefällt mir schon richtig gut. Der ist also für mich recht klischeehaft. Wenn da der alte noch besser war, was ich gar nicht abstreiten will, weder bejahen noch abstreiten, ich kenne ihn ja gar nicht. Ja, wenn der noch besser war, dann hätte ich den jetzt natürlich gerne probiert, aber so, ich bin gerade nicht böse, wenn ich den Alten nicht kenne. Es ist ja oft so, ne? Das Alte war immer besser, aber wenn man es nicht kennt, dann muss man jetzt hiermit starten und dann ist der für mich in der neuen Flasche der Neue und er bleibt der Alte. Diese, ja, jetzt kriegst du, Butterscotch ist falsch gesagt, aber so eine Vanille ist da drin, wie wenn ich so einen Orangen-Vanille-Pudding oder so esse, in einer schönen, in einer guten Kombination. Ich nehme ihn. Europäisches Holz ist definitiv drin. Aber ich glaube auch an das amerikanische Holz. Also, dass dies auch schon ein Double Wood ist. Denn viele europäische Vollreifungen nach 18 Jahren, die legen da nochmal eins drauf. Er ist kräftig, tonangebend, würzig, holzwürzig. Aber das übernimmt nie komplett das Ruder. Ja, es hat die Oberhand, aber nicht in der Hinsicht dann eindimensional, was man so manchem europäischen Single Cask vorwerfen kann. Ne? Es wird nicht wirklich trocken, es ist nicht mit den 43 Volumenprozenten komplett ausreichend von der Kraft, aber er wird nicht voluminös, er füllt jetzt nicht die Backen aus, er ist nicht blacksbildend oder so. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten Schluck, aber den nehme ich gerne. Durchgestylt, rund, ein Klischee, 18er Spacesider. Ist doch Abel Lauer, ja. Ne? Ich gehe ganz stark davon aus. Also ein klischeehafter, sherry-lastiger 18-Jähriger, den man so als
Man hat ja immer so Sachen im Kopf, wenn man dann doch einen anderen 18er probiert, oder Regionen und ihre Geschmäcker, und ihn würde ich doch schon recht klischeehaft fast nennen. Also das, was ich irgendwie so als Grundvorstellung einer Geschmacksrichtung im Kopf hätte von einem 18er, der sherry-lastig ist. Diese Honignote schwappt ein bisschen rüber ins Karamell, ja. Die Rosine geht etwas zurück. Ich finde, es wird immer mehr Würze, Lakritz und Orangenkombination mit einer unterschwelligen Rosinen-Sherry-Frucht dahinter. Leichte Zimtansätze, finde ich überhaupt nicht weihnachtlich, das kommt bei mir ja oft zusammen. Und dann geht's in dieses Süßholz hinein. So einmal als Einzelfass. Ich hatte ja, glaube ich, schon Refill Blauer Einzelfass oder sogar zwei. Ich glaube, einmal mit 16, 17 Jahren. Das hatte ähnliche Tendenzen. So, ohne da jetzt ewig dran rumzunuckeln, machen wir es denn mal. Ich stelle hier einfach mal den 16er hin. Wie gesagt, auch 43 Volumenprozente. Und steht denn hier? Ich gucke noch mal kurz. Ja, American Oak und Sherry Oak. Ja, ne? Europäisch steht nicht dabei. Nee, der hatte aber auch so einen Touch, also keine Sorge. Ich nehme ihn jetzt auch ohne zu spülen. Der 18er hat einen anderen Tiefgang, sagen wir mal so. Sie sind Brüder im Geiste. Ich habe hier nicht so diese Lakritznote. Und diese volle Frucht nicht so ganz. Ich muss ihn einfach einmal nehmen. Ich habe jetzt noch den anderen im Rachen. Geh mal zum Holz. Das Holz ist etwas stürmischer. Würziger. Es ist am Ende aber schneller weg. Es geht hier wirklich in die Feinheiten. Also nicht, dass ich jetzt den 16er schlecht machen will. Wie ich sagte, den fand ich super, wo ich ihn probiert hatte. Aber jetzt habe ich eben diesen Vergleich und ich pick's mir jetzt ja natürlich raus. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Er hat so leichte Tendenzen von manchen Seasoned Sherry-Fässern, die hier ja garantiert beim 18er auch drin sind. Die Eiche kommt mir dadurch allgemein etwas frischer vor, als ob beim 18er vielleicht eine Refill wäre? Fragezeichen. Erinnert mich mehr an diese moderne Auslegung der Sherry-Fassreifung, wie man sie heute hat. Damit meine ich, dass eben Sherry-Fässer oder viele im Wetting benutzt werden, die wenig Tannine vorher in der Erstbelegung abgeben konnten. Sagen wir es mal so. Dadurch, dass dann heute oft versucht wird, möglichst
First-Fill-Fässer zu nehmen, gibt es dann so eine, finde ich, manchmal zu heftige europäische Eichenwürze. Da ist er nicht drüber, aber er geht mehr in diese Richtung. Und dann ist die Eiche schneller weg als bei dem 18er. Kann natürlich an den 2 Jahren liegen, kann in meinen Augen, ich würde es fast eher vermuten, daran liegen, dass er vielleicht mehr First-Fill-Fässer hat und dass die mehr Tannine abgegeben haben oder auch noch andere als eine Refill-Belegung beim 18er. Meine Spinnerei im Kopf gerade. Diese Orangennote habe ich hier auch. Die Rosine ist ein bisschen weg. Und wie gesagt, das Süßholz. Dann ist die Eiche relativ schnell weg. Ein bisschen britzelt's dann. Dann ist sie weg. Dann habe ich so eine herbere, ich nenne sie jetzt einfach mal, oder leicht bittere Note, ganz leicht, die mich mehr an amerikanische Eiche erinnert. Mit so einer diffusen Schokonote. Was überhaupt nicht schlimm ist. Aber interessant, ich nehme jetzt mal den 18er, ohne zu spülen. Jetzt erstmal nochmal an die Nase. Hier habe ich einfach, wie ich schon vorhin sagte, etwas mehr Tiefgang. Er ist etwas oder süßer in der Nase auf jeden Fall. Und dann kommt diese Honignote mit dieser schwereren Rosinenfracht. Meine Orangeneindrücke sind in etwas gleich. Vielleicht interpretiert ihr die auch total anders. Und dann fängt dieses Lakritz an, wovon ich erzählt habe. Und das habe ich beim 16er gar nicht. Ja, und jetzt macht die Eiche auf, gibt langsam viel schöne Würze frei. Und der 16er macht das stürmischer und dafür kürzer. Und dann manchmal so nah Richtung over the top. Interessant. Es ist fast so, dass der 18er dadurch, ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht, wenn man es nüchtern runterbricht, eher ein bisschen langweiliger vielleicht rüberkommt, weil nicht solche Extreme drin sind. Dabei gehört dieser 16er überhaupt nicht zu diesen wilden, extremen Abfüllungen. Aber ich finde, er hat Anklänge, also eher eine moderne Auslegung der Sherryfassreifung, sage ich es mal so. Während der 18er hier doch eher klassische Aromprofile irgendwo bei mir abruft. Bei mir, ne? Bei euch weiß ich nicht. Wie gesagt, diese 05er Flasche. Ich weiß, wie lange stehen manche 07er rum? Generell habe ich nichts gegen 05er, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie unnötig teuer gemacht werden. Wenn ich es hier umrechne, wie gesagt, die 91 Euro lösen bei mir keine Jubelschreie aus, aber ich kann den Preis auch nicht verteufeln. Er ist für mich aber ein Top-Einstieg in die Abelauer-Welt mit einem Sherry-Einfluss und ein bisschen Alter und dazu wenigstens die 43 Volumenprozente. Ich hatte den Standard 12er, den Doublewood, den 14er hatte ich nicht. Den habe ich mir, ich sag's wirklich so hart, erspart, da mich der 12er Doublewood nie richtig abholen konnte. Was wiederum der 12er mit 48 Volumenprozent konnte. Ja. Okay. Ich denke, ich habe hier einiges erklärt. Mich würde es freuen, wenn es einen 21-Jährigen geben würde, aber ich glaube, dann wird es bei Abelauer auch, wäre er sündhaft teuer. Nun gut, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.